Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jeder Mann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Ha, ha! Lenny. Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jade an und sag ihm, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich auch noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Oh. Wie kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme. Bin gleich da. Part 2. End of the Road. Wo ist Victoria? Der tötet mich, wenn ich verrate. Und ich töte dich, wenn du schweigst. Oh, bitte! Wir wollten sie doch wieder freilassen. Wir wollten doch nur ein bisschen Kohle, Mann. Zum letzten Mal. Wo ist Victoria? Nicht aufhören. Dad hat gesagt, lass sie mal tanzen! Und wo kann ich den finden? In der Fabrik, am Stadtrand. Frag sie sich einfach durch. Er kämpft ja immer nachts, okay? Gut. Du kannst aufhören. Das hilft mir weiter. Darf ich aus dem Loch raus? Gehen Sie los. Muss ich ihn jetzt wirklich umbringen? Aber damit trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hitman. Ehrlich. Nice. Es gibt keinen Grund. Oh Mann, ich hab ihnen gegeben, was sie wollten. Warten Sie! Ich hab's nicht so gemeint! Du kleiner Wichser, hast die Schwester erschossen, blöder Bastard, Alter. Selber schuld. Rühre nie eine Schwester an. Ja. Das never. Schläger ist cool. Das oder? Das hier. Tschüss, Lenny. Er ist selber schuld. Definitiv. Nicht mal hier haben wir alle Sachen, Mann. Was ist hier los?
Weiter geht es in die nächste Mission. Nice. Richtig nice. Oh oh. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Boah. Derbe. Ja, okay, ich habe den Sound ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt in der Aufnahme nicht zu leise ist. Denn sonst war ich immer sehr, sehr leise. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht so ist, ne? Und die Ladezeiten dürften sich auch ein bisschen verkürzt haben. Oder verkürzen. Noch besser. Jo. Dexter Industries. Part 2. Dexter. So. Was transportieren die hier eigentlich raus? Okay. Ja, genau, nicht toll. Ich knall den jetzt kaputt, Alter. Den schnappen wir uns definitiv. Wir sind voll schick angezogen, ohne Witz. Kann ich den nicht irgendwie im Kofferraum verstauen oder so? So. Kofferraum, das wäre nice, wenn wir den da irgendwie verstauen könnten. So. Passt schon. Oh, hier ist Ende der Map. Kann ich ihn nochmal auslösen und einen herandocken? Oh ja, kann ich. Oh, die scheinen ja hier sehr laut zu sein. Die anderen, da bin ich das gar nicht gewöhnt, dass sie so laut sind. Die sehen voll bekloppt aus, finde ich, die Typen. So, den machen wir auch so fertig, definitiv. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal gucken, was mit dem Auto los ist. Das ist sein letztes Mal, dass er das gucken darf. Was soll denn das? So, nehmen wir dann auch mal mit. Da haben wir davon zwei Stück schon. Auch beides mit dem Auto, das läuft schon. Stell dir mal vor, ich könnte jetzt noch einen damit ködern. Was? Ich kann noch einen damit ködern. Das kann man, glaube ich, den ganzen Tag hier lang machen. Da kommt noch einer. Oder der spawnt natürlich immer da hinten neu. Das könnte auch gut möglich sein.
Dann bringen wir die jetzt halt alle um die Ecke. Das ist ja... Umso einfacher wird es uns jetzt halt dann gemacht, ne? Ich nehme definitiv die Ausrüstung von dem da. So, wo ist der da? Billige Kisten. Ich glaube, da haben wir auch keine Kappe mehr an. Aber eine Brille, ne? Ja, das sieht nice aus, so. Also ich achte einfach mal bei ihm auf das, Aussehen. Was auch sonst, ne? Wenn ich das... Wenn wir die alle so ködern können, habe ich keinen Bock die ganze Zeit... den woanders hinzuschaffen. So, ködern wir erstmal noch ein, wenn das geht. Geht bestimmt. Hä, ohne Witz? So. Ich glaube, die spawnen immer neu, bin ich mir jetzt schon so langsam sehr sicher. Obwohl, jetzt liegt ja hier ganz schön scheiße, ne? Was hat der denn da auf dem Kopf? Eine Strickmütze. Ein Tuch. Klaviermann. Okay, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. So. So, ab hier durch, ne? Ja. Das ist schon mal gar kein Problem mehr. Sicherheitssysteme. Die stehen da hinten. Eigentlich müssten wir aber durchkommen. Gehen wir eben da rein. Vielleicht können wir da irgendwas drin machen. Aha. Schlüsselkarte. Natürlich nice. Und noch ein Sicherheitssystem. Dann deaktivieren wir das auch mal. Oh. Shit. So, ich gehe jetzt mal auf Risky. So. So. Da, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Wo hab ich die nur schon mal gesehen? Ja, wo habt ihr mich schon mal gesehen? Anscheinend nirgendwo. Alpha 5-4, erstattet Bericht. Alles sauber. Over. Alles sauber ist, okay, dann. Hm? Achso. Weiter geht's.
Ist hier ein Wache drin? Sieht ja jetzt nicht danach aus. So, juckt die gar nicht das. Ah, ich darf hier sein. Okay. Gehen wir hier ins Eck. Schlüsselkarte. Oha, das war knapp. Sehr knapp. Also es läuft schon wesentlich besser als sonst. Alpha 4 erstattet Bericht. Wir machen das ja hier voll low durch Kante. So, Treppe hoch. Okay, da oben ist nichts mehr. Ab durch die Tür. Heftig. Oh mein Gott. Hä? Oh nein. Dann mal runterklettern ganz schnell. So, so geht's schneller. Heftig, was die hier anstellen. Der Typ ist kaputt jetzt. Krass. Verstecken? Ach so. Okay, da sind jetzt zwei. Aber nicht wirklich jetzt was Oberkrasses, ne? Als mal ohne Witz. So. Irgendwie passiert dann nicht wirklich. Ach so. Ah, oh, du dort, toller PC, ne? Nein. So. Sektor 2 gecheckt. Moment. Kann ich hier nicht irgendwo hoch? Doch da. Kante. Also läuft, das läuft ja gerade wie geschmiert. Wir laufen den Level einfach YOLO durch. War alles voll zerbrechlich hier ohne Witz. Oh nein. Nicht gut, gar nicht gut sogar. Sind wir ernsthaft jetzt im Kreis gelaufen? Hä? Lol. Nein, gehen wir da eben doch mal durch. Fail, Alter. Hier muss ich runter. Sagt man so einfach, ne? So. Ob hier nicht irgendwo runter, die müssen auch irgendwo herkommen, sei nach da.
Oder auch nicht. Hä? Ach da. Ein Helikopter. Weg ist er. Niemand weiß, dass wir hier sind. So. Wir müssen es jedenfalls anbringen. Wir ja da runter, weil dann müssen wir nicht durch die Tür. Das ist schrecklich. Einfach schrecklich. Eben, dann müssen wir jetzt nämlich nicht durch die Tür. Dürfen wir noch rein? Jo, dürfen wir. So, sind wir da auch durch? Habe ich schon mal keine Probleme mehr, so. So, dann laufen wir mal vorbei. Wow. Wohin müssen wir hin? Oh, da hinten hin. Laufen ganz woanders hin. So, das läuft. Wo denn? Hier muss ich doch drauf drücken. Zentrale. Verdammt. Für ein Problem jetzt, Alter. Sei doch vorsichtig, das juckt mich gerade gar nicht. Gar nicht gesehen, dass mich gerade einer gesichtet hatte. Deswegen war ich gerade so. So, lauf. Oh, da lang und jetzt da rein. So, dann haben wir das. Ach. Gut. Dann fahren wir mal nach unten. Gucken, was uns da erwartet. Was sie hier errichten, ey, ohne Witz. Aufzug erreicht, gut. Wir haben uns ja echt hier einen geilen Anzug geholt, ey, der reicht ja für die komplette Mission. Voll geil. Sind der da? Sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen.
tun wir dann den Typen mal da rein. So. Haben wir mit dem schon kein Problem mehr, falls es eins geben sollte. Weiß nicht warum, ich gehe aber stark davon aus, dass es ein Problem geben wird. Hier. Da oben waren wir gerade noch, so. Da ist einer. Den stoßen wir. Wo? Vorsicht, Kumpel. Er soll sich näher an den Rand stellen. Guck doch jetzt nicht die ganze Zeit. Da geht auch nur mein Instinkt weg. Er ist aber ganz schön interessiert an uns, der junge Mann. Da ist er. Ich plane was hier. So, die Waffe hole ich gleich. Ups. Wir haben uns echt einen geilen Anzug geholt. So, ab hier muss ich mal kurz einen kleinen Cut machen. Bis gleich, meine lieben Freunde. Wir machen dann hier definitiv weiter. Aber noch in dieser Folge. So, da bin ich wieder. Für euch eine Sekunde, für mich 10 Minuten. Ja, gut. Oh, die Oh, ist die nice. Ich will so einen da runterstoßen, wisst ihr? Okay. Fällt ja nicht auf. So. Das wollte ich eigentlich mit den anderen auch mal, hat anscheinend aber nicht so geklappt. Ich wusste, dass der mich jetzt sieht. Boah. Hier mal nach da oben. Und rein da. Wir zahlen die Kilometer nicht, weil der Tacho nicht notariell bestätigt wurde. Was ist hier los? Alles gut. Alles gut. Kollege, was geht? Alter, was ist hier los? Super. Super Platz haben wir uns jetzt hier ausgesucht. Da ist der Ausgang. Komm jetzt schon. Geht doch. Ja, geil, Alter. Mission geschafft. Jo, dann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Wertung freuen. Und Sachen, die ich vielleicht machen könnte noch oder so. Und ja, wenn euch dieses Let's Play gefällt, lasst mir doch ein schönes Kommentar da oder generell ein Kommentar, wo Verbesserungstipps etc. halt drinne stehen, wenn ihr wollt. Und jo, dann
bis zur nächsten Folge Hitman Absolution und ciao.